エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。Und so wurde gechattet. Es ging wie immer um dies und jenes, was sich eben so ergab. Schließlich dämmerte es vor ihren Fenstern. Es war der Tag, an dem sie sich endlich in Eden treffen würden. Sie taten nichts Ungewöhnliches an diesem Tag. Als die Zeit des Treffens dann näher rückte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und es könnte sein, dass diese Folge an einem Sonntag kommt. Es ist aber kein Wochenendprojekt. Nur damit wir das klarstellen. Es ist ein Wochenprojekt. Und zwar Digimon Story Cyber Sloth. Cyber Sloth. Aus dem Jahre 2017 nach
fast 10 Jahren kam ein neues Digimon-Spiel, was nicht für Handy rauskam. Und es gibt tatsächlich Leute, die wissen gar nicht, was Digimon ist. Zur kurzen Erklärung, Digimon ist eine Abkürzung und steht für Digital Monsters. Ach, nee. Und es ist eigentlich nichts anderes als Pokémon, nur ein cooler. Ja, es wird sehr häufig mit Pokémon assoziiert und ich muss sagen, das stimmt schon. Es ist ein Monster-Taming-Game. Du bekommst Digimon, in dem Fall musst du sie scannen, aber das werden wir bestimmt noch erfahren. Und also klar, wir werden es noch erfahren. Ich habe das Spiel schon durchgespielt, also nicht Digimon Story Cyberslave, sondern den Nachfolger Digimon Story Cyberslave Hacker's Memory aus den Jahren 2018. Und tatsächlich ist es bei Digimon Story Cyberslave so gewesen damals, dass es keine deutsche Version gab. Die deutsche Version kam erst im Jahre 2020 mit der Complete Edition dazu. Also wo beide Titel gemeinsam aufgetaucht sind. Ja, Digimon Story, Cyberslave und Hacker's Memory heben sich von den ganzen anderen Digimon-Spielen ab. Wir kennen ja bereits Digimon World und ich wollte eigentlich auch mit Digimon World anfangen, aber ich habe etwas anderes vor, das ihr noch früh genug sehen werdet. Vielleicht sogar schon in diesem Part, mal schauen. Und ja, ich dachte mir, wir spielen das jetzt einfach mal und ich bin gespannt. Ich habe es noch nie bis zum Ende gespielt. Ich habe es angespielt bis zum 4. oder 5. Kapitel oder bis zum 3. Kapitel, irgendwie sowas. Dafür habe ich den Nachfolger bis zum Ende durchgespielt, 5-mal oder so. Und ich bin ein riesiger Digimon-Fan. Böse Zungen würden sogar behaupten, Digimon ist einfach lediglich ein Pokémon-Klon. Und ja, nein, nicht wirklich. Es ist eher eine Pokémon-Konkurrenz. Ja, der Anime kam 99. 99 müsste der Anime rausgekommen sein. 1999. Während Pokémon 96 rauskam, aber nicht der Anime. Der kam ebenfalls 98, nur ein paar Monate früher. Aber die Spiele kamen früher und für die PlayStation gab es bereits Digimon World. Das müsste auch 95 oder 96 gewesen sein. Und ja, es ist quasi ein Pokémon-Klon oder auch nicht ein Pokémon-Klon, eher eine Pokémon-Konkurrenz. Und ich weiß, wir haben noch ein paar Projekte am Laufen, aber ja, wir werden sehen, wie es läuft. Wie gesagt, es ist kein Wochenendprojekt, es ist ein normales Wochenprojekt, beziehungsweise wahrscheinlich wird das so laufen, dass es auch mal am Wochenende kommt, je nachdem. Ja, wir spielen einen männlichen Charakter, ich kann euch hier zeigen, denn das gibt's hier und ich finde sie super mega heiß. Aber wir spielen natürlich den männlichen Part. Ja, und ich heiße nicht Takumi, den Namen muss ich allerdings mit Tastatur eingeben, denn ich spiele die PC- bzw. Steam-Version. Viele auch nicht mit der Tastatur, sondern meinem PC-Controller. Ja, ja. Wenn wir schon was Cooles machen, dann auch richtig. Wir hatten damals schon mal ein PC-Spiel gehabt, Nexomon. Was war jetzt los? Soll schon so bleiben. Ach so, wahrscheinlich wegen OBS, deswegen kam dieser Sound. Ich hoffe auch, der Ingame-Sound ist gut. Ich habe den nämlich auf 30 gestellt. Sorry, meine Kopfhörer, die sind gerade ein bisschen verheddert. Wie gesagt, ich habe den Ingame-Sound auf 30 gestellt. Ich hoffe, dass der Ton so passt. Ich kann ihn aber nochmal anpassen, je nachdem, wie es läuft. Ich habe auch das Game angezockt.
und geguckt, ob es auch mit der deutschen Version funktioniert, denn es ist eigentlich nicht so. Also es wurde immer gesagt, funktioniert nicht mit der deutschen Version. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert mit der deutschen Version. Let's go! Und man sieht meine Maus nicht, das ist gut, denn normalerweise sieht man die Maus. Ich wollte ja den Cutscenes Klappe halten. ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバース空間で革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上城エンタープライズが運営しております。 Ja, ihr habt schon gehört, die Cutscenes sind auf Japanisch. Ist aber, denke ich, logisch, aber Bandai ist halt eine japanische Firma. Aber wir haben zum Glück die deutsche Version. Der Eingang zu Eden. Da hatten wir uns verabredet. Ich bin ein bisschen zu früh dran. Akino und Blaue Kiste sind wohl immer noch nicht da. Wurden sie etwa entführt? Jetzt treffe ich sie zum ersten Mal außerhalb eines Chatrooms. Ich weiß allerdings nicht, wie ihre Avatare aussehen. Aber das werde ich schon herausfinden. Ich fange mal an, mit den Eden-Avataren in der Gegend zu plaudern. Ja, es ist ein RPG quasi. Und wie gesagt, es unterscheidet sich von den restlichen Digimon-Games, denn normalerweise ist man mit einem Digimon unterwegs. Ich wollte gerade Pokémon sagen, aber es sind Digimon. Und später kamen dann zwei dazu und dann waren es letzten Endes drei. Und die Formel hat sich grundsätzlich verändert. Während es früher, soweit ich weiß, ich habe die alten Digimon Games bis auf Dusk and Dawn, was ja bei uns beziehungsweise in den USA als Digimon World betitelt, aber es ist ein Stories Game. Ja, es gab vor Digimon Stories, Cyber Sloth und Hacker's Memory, gab es vorher schon Story Games, zum Beispiel Digimon World DS und Digimon World Redigitize, glaube ich, war das. Oder Redigitize 3DS oder beziehungsweise Decode. War ein Stories Game und damit wollte ich eigentlich anfangen, aber ich muss bei Decode noch mal ein bisschen gucken, denn das komplette Spiel ist in Japanisch und ich muss gucken, ob ich da irgendwie zumindest ein Englisch-Patch bekomme, denn wir haben es leider hierzulande nie bekommen, deswegen ist es halt da ein bisschen schwierig, da was zu machen. Entweder wir spielen es komplett auf Japanisch und ich versuche mich da durchzuwurschteln. Ich kann ein bisschen Japanisch, aber halt nur das, was man aus dem Anime hat. Und ich glaube nicht, dass in einem quasi Kinderspiel so Wörter gesagt werden wie, keine Ahnung, wie in Prison School zum Beispiel. Oder Tokyo Rangers oder Tokyo Ghoul oder High School DD. Sowas halt. Das glaube ich nicht, deswegen, ja, ich weiß, es gibt auch ja Digimon-Anime, die auf Japanisch sind, weiß ich. Zum Beispiel das 2020 Digimon Adventure 2020. Allerdings habe ich den nur bis Folge 5 geguckt oder so. Muss ich auch mal weiter gucken, ich habe einfach keine Zeit. Aber ja.
reden wir einfach mit den Leuten. Reden wir mit den Leuten und reden nicht so viel um den heißen Brei. Das runde Ding mit dem Pfeil ist der Zugangspunkt. Von dort aus kannst du in Eden herumreisen. Cool. Ich bin aus dem Ausland eingeloggt. Dank Ihnen kann ich mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Du siehst aber... egal. Schumme, nein, nicht so offensichtlich. Das ist ein Hacker. Geh nicht zu nah ran. Der da drüben oder der da? Zum Geburtstag habe ich ein Digivice-Handy bekommen. Ist das deine Brille? Die ist echt cool. Nächstes Mal hole ich mir auch eine. Warum? Brillen sind nicht cool. Wenn du eine Brille trägst, dann bist du automatisch scheiße. Als Maul. Sagt der Typ, der eine Brille trägt. Ich weiß. Nee, ernsthaft. Brillenträger werden ziemlich häufig wie Dreck behandelt. Ich kenne das. Und wenn du eine Brille tragen musst, dann muss was mit deinen Augen nicht stimmen. Bei den meisten ist es tatsächlich, weil sie einfach nicht sehen können. Die können nach Jahren, wenn sie Brille tragen, können sie die Augen, die können wieder verbessert werden bei denen. Bei mir können sie niemals verbessert werden. Ja. Ich werde immer mein ganzes Leben lang schlechte Augen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Kann ich ja mal irgendwann erzählen in einer späteren Folge. Oder... ja gut, okay, ich sag's euch halt. Ich habe halt eine Augenkrankheit. Es ist quasi eine Vorstufe zu Blindheit. Sagen wir so. Kann man das so sagen? So ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich so ohne Brille fast blind. Oder eigentlich komplett blind, wenn man es so nehmen will. Meine Augen haben sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber ja. Fakt ist, es ist nicht schön, eine Brille zu tragen. Sorry. Mit Digivices lockt man sich in Eden ein und die Sprachoptionen sind praktisch. Für meine Tochter ist mir das Ganze aber zu unsicher. Wow. Best Father ever. Nee, ernsthaft. Das ist wirklich ein guter Vater. Was? Alles okay mit dir? Du Creep? Ich habe gehört, dass es in Eden einen Bereich mit Hackern gibt. Warum lässt die Firma so einen gefährlichen Bereich nicht sofort schließen? Weil sie dumm sind. Jetzt bist du noch creepiger. Rede halt gar nicht mit mir. Ist okay. Dieser Eingang ist einer der größten in ganz Eden. Weiter hinten gibt es sogar einen Pavillon. Weißt du über Pavillons Bescheid? In Pavillons können Firmen sicher ihre Geschäfte in Eden erledigen. Leider sind sie nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn man etwas in der Bank oder Post erledigen muss, kann man das alles hier in Eden tun. Wirklich praktisch und komfortabel. Ja. Durchaus. Heute bin ich von einer erstklassigen Internetcafé in Roppongi eingeloggt. Sowohl der Server... Roppongi, ist das nicht eine Stadt in der Nähe von Tokio oder... Nee, Quatsch. Nicht von Tokio. War das Akihabara? Irgendwie sowas. Akihabara ist doch in Tokio, du Vollidiot. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so ein kleines Dörfchen irgendwo in Japan. Das weiß ich. Ich war noch nie in Japan, okay? Ich war noch nie in Japan. Denke ich. Egal. Ich war bei den Eden-Stationen in Shinjuku und Shibuya. Aber die Bereiche zum Einloggen und die Cafés waren voll und schmutzig. Nichts für mich. Stimmt. Zählt nicht Shibuya und Shinjuku als einer der dreckigsten Städte der Welt? Neben New York und L.A. Was ich zumindest von New York
nicht sagen kann. Das ist nicht so dreckig. Der Smog ist ein bisschen groß, aber nicht so groß. Das ist eine farme Unterstellung, ja? Ach Mist, das ist der falsche Pavillon. Ich hab mich wieder bei der URL vertan. Okay. Für Bereiche, die immer online sind, kann man Zugangspunkte benutzen. Für alles andere braucht man die jeweilige URL. Hab ein Gerücht gehört. In ihnen treibt ein Geist sein Unwesen. Wenn du dich umhörst, wirst du Geschichten über den weißen Jungen hören. Aber wenn du genau hinsiehst, ist die Textur des Gesichts durcheinander. Die Arme und Beine sind schleimige Tentakel. Bitte was? Tentakel-Hentai oder was? Eigentlich ist er der Dämon der schleichenden Dunkelheit. Er nähert sich deinen Avatar und schnappt ihn sich. Mampf, Mampf. So erzählt man sich jedenfalls. Krank. Die Arbeit in der Eden-Filiale einer Firma ist heutzutage sehr angesehen. Yay, das hilft mir trotzdem nicht weiter. Was denn jetzt schon wieder? Okay, ich gehe. Mein Avatar in der digitalen Welt sieht genauso aus wie ich. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich weiß, das soll Verbrechen verhindern, aber es ist doch ätzend. Hä? Suchst du jemanden? Hast du im Gemeinschaftsbereich schon geschaut? Das ist ein freier Bereich wie der Eingang. Du kommst also von jedem Terminal aus dorthin. Yay. Hey, ich wollte das Glitzerzeug einsammeln. Manu. Keiner der Avatare scheint zu passen. Ich bin wohl wirklich zu früh dran. Ja, ein bisschen. Ich habe immer noch Zeit vor dem Treffen. Ich sollte mir noch ein paar andere Bereiche ansehen. Ja, wäre sinnvoll. Bin ich eigentlich blöd? Ich wollte doch das Glitzerzeug einsammeln. Auch wenn man hier oft hinkommt. Und ich wollte mit den anderen Personen noch reden, aber ja, die sagen eh nichts Sinnvolles, wie der gesamte Cast hier. Irgendwie. So. Gefühlt. Dann geht's jetzt dahin. Das ist der Gemeinschaftsbereich. Hier gefällt es mir. Ja. Es ist ruhig und man kann sich entspannen. Was geht jetzt ab? Eine WhatsApp! Oder Skype-Anruf! Ja, okay, heutzutage nutzt keiner mehr Skype. Ein Discord-Anruf! Vor allem, ist das auch nicht sogar ähnlich zu Discord? Ich glaube schon. Discord kommt so aus 2015. Das Spiel kommt aus 2017. Man sollte sich dahergehend Gedanken machen. Ich empfange einen Anruf auf meinem Digi-Weiß. Wer könnte das sein? Huch. Hallo, ich bin's, Herr David. Nur einen Moment, du bist spät dran, du solltest dich beeilen. Los, komm zum Galacta Park in Nowloon. Deine zwei Freunde sind seit einer Weile hier und warten schon auf dich. Ich habe ein Geschenk für euch alle, aber zuerst müssen alle da sein. Tschüss! Tschüss! Nowloon? Ist das nicht der gefährliche Bereich voller Hacker? Okay, ganz ruhig, keine Panik, no damage! Was er wohl mit Geschenk gemeint hat? Egal, nichts wie hin zum Galacta Park in Nowloon. Ich war noch nie in Nowloon. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht gibt es hier jemanden, der weiß, wie man zum Galacta Park in Nowloon kommt. Ich sollte mich mal umhören. Du hast das Stichwort Galacta Park in Nowloon erhalten. Bei Unterhaltung wirst du Stichwörter hören, du erkennst sie am Schlosssymbol. Das heißt, dass du deine eine Figur zum Stichwort befragen kannst.
Wenn du Fragen zu den richtigen Stichwörtern stellst, öffnet sich das Schloss und du erhältst neue Informationen. Yay. Das heißt, wir brauchen nicht mehr mit allen zu reden. Aber hier ist ein Glitzerzeug. Upamon-Medaille. Medaille. Okay. Da ist noch so ein Glitzerding. Minomon. Das war nochmal Minomon. Die Vorstufe von Stingmon? Oder halt Wormon? Ich glaube schon. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Okay. Weißt du, du willst ein Nolun, aber warum? Dort gibt es kein Gesetz und es sind überall Hacker. Aber ich bin nicht schuld an deinen irregeleiteten Ideen. Werd mal erwachsen und übernimm Verantwortung. Das waren harte Worte. Von so einem Typ, der im Cyberspace rumhängt. Okay. Was hast du denn zu sagen? Jetzt redest du mit mir. Was denn jetzt schon wieder? Was soll das sein? Klingt nach einem neuen Kaugummi und keinem guten. Ach, Nolun, nichts mit Kauen? Kenne ich leider trotzdem nicht. Vielleicht solltest du jemand anderes fragen. Wow. Jetzt redet der Creep mit mir, oder was? Punkt, 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 Punkt. Ich will dahin zum Galactopark in Nolun. Das glaubst du zu wollen, nicht wahr? Ich zeig dir, wie du hinkommst. Hier ist die URL. In ihr Gebiet. Nimm sie. Nimm sie! Ich hab die URL. Jetzt kann ich nach Nolun. Er ist trotzdem creepy. Und genauso creepy ist auch der heutige Part. Im nächsten Part, nach dem ganzen vielen Gequatsche, geht's dann richtig los. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuth wieder. Bis dahin. Tschü und ciao, Leute.